Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Genji, Days of the Blades. In der letzten Folge haben wir, versucht, diese Typen aufzuhalten, die das Schwert geklaut haben. Wir sind kläglich dabei gescheitert. Haben gegen so einen Boss-Typen gekämpft und jetzt sind wir hier mitten im Krieg mit den Heishis. Ja, klang jetzt irgendwie komisch. Und, wir müssen jetzt ja so ein paar Leute finden, die genau, ja, die Danke sagen die ganze Zeit, weil wir haben nichts Besseres zu tun gerade. Verdammt, ich wollte den so da runterschmeißen mit Bänke. Ich wollte noch schnell so zu Bänke wechseln. Ups, du denn der? Ups, hi. Keine Ahnung. Und weiß ich nicht. Ich soll vielleicht noch mal gucken, ob ich diese eine Dings hab hier. Weiß ich nicht. Boah. Du mich hier voll aus dem Konzept bringen, Mann. Seid ihr voll schuld. Hier, stirb. Stirb, hab ich gesagt. Keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Also, wenn so Zeit nur bekommt, könnt ihr euch schon denken, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Ich habe letztes Mal einen Pfeil zurückgeschlagen, das war episch. Kann er auch klettern? Ja. Kann sich gar nicht vorstellen mit so einem Knüppel. So, wir haben... Oh, warte mal, hier ist irgendwas. So, kann man am besten mit ihr rausfinden. Ja, genau. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Oh, cool. Na, da kann man da auch rüber, ne? Ich will erstmal darüber gehen und gucken. Hi, na? Aber wir sind alle auf Patrouille und die dürfen uns irgendwie nicht sehen. Kommt mal her. The Posh. So, dich krieg ich aber klein. Ja, doch, da hat er ein paar mehr Punkte gegeben, glaube ich. Tengu Krau, sehr schön. Ist da noch irgendwas? Ich habe so das Gefühl, wenn ich den Typen anspreche, dann ist irgendwie vorbei. Oh fuck, da hätte ich nochmal waschen müssen, glaube ich. Verdammt! Nochmal. So, ich guck mal. Habe ich jetzt das Ding noch? Ja. Das setze ich erst ein, wenn ich einen vierten Charakter ab, weil... Ich hatte eingesetzt habe, haben alle drei Charaktere geblinkt. Und ich weiß nicht, ob der Effekt dann auch für den nächsten Charakter, was, den vierten Charakter dann auch direkt zählen würden. Deswegen, ja, warte ich lieber, bis ich hier meine Truppe habe, damit der Effekt irgendwann ein Stück auch für den in Kraft treten, irgendwie sowas. Hey, da kann man hoch. Ach ja, ich kann ja den hier noch. Sehr gut. Liebendes Wappen. Was ist das? Ah, habe ich schon. Aha. Das sieht so aus, als wäre noch irgendwas. Ist aber nicht. Sehr gut. So, da sah jetzt aber nicht so aus, das könnten wir so rüber gehen. Verdammt. Keine Ahnung. Guck mal, den letzten Typen. Kann ich auch nirgendwo rauf. Verdammt. Ich mal an dem Moos hier. Egal. Such mal die letzten. Den letzten Soldaten, meine ich. Und machen mit der Story weiter. Ah, wie weit ist denn das? Kam mir gar nicht so weit vor, als ich da so rübergelaufen bin.
Yoshi-Zone. Yoshi-Zone. Hör auf damit. Er will gerade nicht. So, hi, was machst du denn hier? Nicht faulenzen, danke. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Weil ich die alle gefunden habe, kann ich nichts mehr erkunden. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir hier nachts. Wir haben 8400, okay. Speichern. Sag ich wahrscheinlich wieder die ganzen Gegner nochmal neu knüppeln, aber wahrscheinlich kann ich jetzt da oben lang, ne? Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Hallo, na. Oh mein, was zum Teufel ist das denn? Oh, au! Hilfe! Werd hier voll. Niemand. Was schreit denn alle zu einer? Wir erleben noch welche Bams. Ne, warte, er hat jetzt voll gehabt. Verdammt. Was das jetzt bringt. Ja, ich tue so Krabben-Spitviecher erledigen. Geil. Sehr schön. Platt, Kreis. Genau, Kreis. Oh, ich bekomme voll wenig Dinger. Okay, ist gut. Ah, verdammtes Mist. Ich. Hilfe. Ich wollte eigentlich mit ihr die ganze Zeit schon das machen. Okay, langsam reicht's aber auch. Ekelhaften Spinnviecher. Ist ja bad. Wenn ich mir so vorstellen, wie Shizuka so geht. Meine Güte, hat sie viel KP. Bei Benke sieht das gar nicht so viel aus. Yoshitsune, der hat auch viel KP. Warum sieht das bei ihm nicht so aus? So, schon wieder. Ah. So, das Gefühl, ich muss oft speichern gehen. Also heilen, meine ich. Wo ist der Ding? Was zum... Sich verarschen. Aus dem Weg! Wieder aus dem Weg, Mann. Busch. Einfach weg damit. Okay, wenn da schon was Neues ist... Meine Güte. Boah, wie viele Dinger da jetzt auch von der Karte weggegangen sind. Meine Güte, ne? Ich hasse Spinnen, Bams. Ja, aua, ist gut, Mann. Ist die Musik, die so klingt? Das sind dann die Hintergrundgeräusche. Das ist irgendwie so eine Frequenzstörung. Ich höre das jetzt hier nicht so. Okay, machen wir das hier auch mal kaputt. Weil, warum nicht? Aber ich nehme an, das ist so hier die Fauna, die man hier so hört. Das ist irgendwie so eine Frequenzstörung.
Ich will einfach darüber reden, damit man halt nicht hört. Was? Das klingt irgendwie so komisch. Ich hoffe, das muss so sein. Ihr könnt ja das Video jederzeit muten. Das spricht natürlich sehr für mich. Egal. Ja, bitte keine Spinnenviecher wieder. Das sind ganz schön viele. Und das Kamui-Ding einzusetzen, bringt es irgendwie auch nicht, so habe ich das Gefühl. Sollen wir hier noch was? Ja. Übrigens, was ist das denn für einer? Sag doch, ganz normal Alltag in Genji. Was passiert halt? Die kommt sein Face runter. Boah, jetzt kann ich ja schon wieder zum Sprechen gehen. Steh auf, Mann! Da noch irgendwas hier? Nein, okay. Dann no. Dann müssen wir wahrscheinlich mit Yoshitsune durch die Gegend wieder jumpen oder rennen und der kommt schon wieder nicht hoch. Alles klar, hoch da. Nein, jetzt muss ich halt auch noch kaputt machen wieder. Alter. Ja gut. Warum denn kompliziert? Okay, sehr gut. Ich kann eigentlich nur gucken, ob hier was ist, aber dann war hier wirklich was. Geile Erklärung, ne? Okay, wer braucht denn hier noch was zum Auflösen? So, Leben hast du. Benkei. Guck mal, ob man jetzt was an der Lebensanzeige sieht. Ja, es hat die sich erhöht. Die war irgendwie doof gemacht. Nein! Boah! Okay, ich will... Ach nee, lass mal. Ich habe irgendwie doof gemacht, so. Die müsste... Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Ich finde irgendwie, die müsste von Natur aus ein bisschen größer sein als die von den anderen. Aber ich glaube, die wird nur größer, wenn man die auflevelt. Sehr verwirrend. Wird wahrscheinlich das ganze Spiel nur Leben erhöhen. Weil ich sehe irgendwie keinen Grund, Kamui zu erhöhen. Verdammter Dreck. Ich bin auf Teig gekommen. Oh. Okay, man kann auch bei Wandläufen angreifen. Das ist gut zu wissen. Sanabab. Yoshitsune. Yo, mei. Und eigentlich auch strategisch öfter benutzen, so ein Angriff. So. So. Leck mich! Was ist denn das? Aha. Da lief die jetzt die ganze Zeit prima und jetzt nicht, ne? Oh Mann. Ei, ei, ei. So, jetzt aber. Den hier. Den hier. So. Jetzt sagt mir, ich komme irgendwie auch da hoch. Warte mal, ist hier oben wieder was? Ja, diesmal ein Ding. So. Ist das hier nix? Komme ich jetzt darüber? Ich weiß schon wieder nicht, wo ich lang muss. Kann das sein? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Da konnte ich die ganze Zeit noch nicht lang. Okay. Hä? Da muss ich da unten lang, wo die Typen waren. Also hier lang. Okay, ich soll darüber. Was mich hier schon wieder aufregt, ist
Vorhin hätte ich auch dahin gehen können und da war bestimmt was versteckt, ne? Oh Mann. Egal. So, wo soll ich denn da lang jetzt? Ich kann doch gar nicht da an der Wand. Hallo? Oder warte mal. Ah. Soll ich auch vorher hingehen können, oder? Außer der Baumstamm war nicht vorher da. Sehr gut. Verdammt, habe ich das jetzt aufgenommen? Wäre jetzt auch schneller weggegangen. Jetzt ist die Frequenz endlich weg. Wieso? Habe ich jetzt halt Gegenstand, den Gegenstand da bekommen? Das ist mir jetzt echt wichtig. Ich glaube, ich habe den nicht bekommen, ne? Gehen wir mal zurück. Wir müssen jetzt, glaube ich, 4 haben, oder? Oder 3, keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, habe ich, glaube ich, nicht bekommen, egal. Ich werde den schon irgendwie haben. Ich würde mir jetzt einen Speicherpunkt gerne in der Nähe wünschen. Ist da runterfallen? Ja. Ich gehe lieber nicht runter. Okay, die Steine, die fallen sehr komisch drauf da. So, schon wieder was versteckt. Ja, ganz schön großzügig jetzt mit den Teilen. Hilfe. Oh, hi, na? Warum muss ich jetzt gegen Insekten und so kämpfen? Oh, die geben mal 4 Punkte. Ich wäre schon ein bisschen neugierig, ob ich sterbe, wenn ich da runterfalle, ob da wirklich was ist. Da kann ich nochmal auf der Karte gucken. Keine Ahnung. Ist schon kein Speicherpunkt in der Nähe zu sein. Verdammt. Noch so ein Teil? Nein. Da lang. Sehr gut. Ich bin echt großzügig jetzt mit den Dingern. Schon wieder 5. Hau. Na, wo bist du? Komm her. Nein, nicht runterfallen. So, hüppala. Nein. Obwohl, da kann man runter, glaube ich. Frage ist, will ich jetzt riskieren? Ah. Also, wenn hier ein Speicherpunkt in der Nähe ist, dann würde ich das gerne mal nachschauen. So, da kann man, ja. Geh weg, Mann. Wenn ich da unten irgendwie Gegner oder so sehe, dann weiß ich auf jeden Fall, ich da runter muss. So, komm ich da rüber. Geh weg, Mann. Du auch. Oh, nee, das sieht nicht so aus, als könnte ich da runter. Oh Mann. Au. Au. Gut, fuck. Lass mich in Ruhe. Ma. Ma. Meine Güte. Das reicht ja wohl. Mit Kreis, okay.
Alle mit einem Schlag. Auch gut. Für die ganze Zeit Kreis übrigens. Sehr schön. Da ist noch einer. Angst. So, komme ich darüber? Das sieht nicht so aus, als komme ich, würde ich darüber kommen. Egal. YOLO halt. Tengu-Kraut und. Ich glaube, das ist der Standardweg gewesen, ne? Muss. Oh, hi. Hier ist irgendwas. Kann ich mir noch nicht antun, Mann. So, hier ist irgendwas. Ah, sehr gut. Ja, man kann also runterfallen. Wahrscheinlich habe ich irgendwas verpasst. Egal. Ich sehe schon, ich kann den Part wieder cutten, oder? Sehr gut, Benke. Okay, mit Benkei habe ich die Dinger kaputt und mit Yoshitsune springe ich darüber. Habe ich das so richtig verstanden? Au! Au! Dropkick! Dropkick! Ich krieg dadurch sogar was. Geil! Hi, na? Was so der Bastard, der geworfen hat alles. Aber direkt nächster Boss oder was? Lücken finden und Schwachpunkte angreifen. Wenn sie schwer bewaffneten Moloche direkt angreifen, besteht wenig Hoffnung auf den Sieg. Verdammt. Vermeiden sie gegnerische Angriffe und suchen sie nach Lücken. Greifen sie jetzt Mashogan auf seinen Rücken an, um Schaden zuzufügen. Verschaffen sie sich den Kampf einen Vorteil, indem sie ihre Gefährten nach dem Gegner auswählen. Na, komm mal her. So mache ich auch ein bisschen Schaden. Also ein bisschen. Oh, oh ja, der tut schon weh. Au! Dreht der sich so um? Komm her, na? Verdammt. Mir gefiel die Strategie, aber. Bei dem nicht viel ab. Der dreht sich immer direkt um, der Bastard. Sehr gut. Sehr gut. Verdammt. Zu spät. Au. Wie jetzt? Außer das Ding zerstört einfach den seine Rüstung. Kann den einfach ziehen, ist geil. Oh mein Gott, sie hat voll wenig KP, sehe ich. Was zum? Hat sie ihren Dings voll? Nein. Mein Gott, sie sind ja alle beinahe tot.
Ich muss mit der Shizune machen, weil der zieht am meisten ab. Nein, er ist tot. Oh Mann. Warum hat denn der so viel abgezogen? Game over? Ja, ich kann nicht vor dem Boss wieder auftauchen, ne? Ja, weiß ich nicht. Dann mache ich hier Feierabend, oder? Ja. Wenn ich das Ganze bis dahin nochmal machen. Und ja. Wir sehen uns dann an der gleichen Stelle wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.